Hello, hello. Willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und werde heute mal hier weiterarbeiten. Ja, da habe ich ja im letzten Video dieses Cover gemacht und habe es mittlerweile von innen mit selbstgefärbtem Papier von mir beklebt. Da ich aber jetzt hier ein Stück zu kurz hatte, habe ich mich letztendlich entschieden, da einfach so, ich habe so ja, diverse Stoffdinger hier, ja, so kleine Stofffetzen draufgeklebt. Das mit der Farbe, die ich hier benutzt habe, auch hier so ein bisschen angeglichen. Ja, weil ne, es war dann doch ein bisschen sehr viel Orange. Habe ich dann letztendlich einfach so ein bisschen mit der Farbe drauf rumgetupft. Und das gefiel mir jetzt gerade mal so gut, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt hier überall so den Rand, ne, tupfe dann gleich noch mit Farbe da drauf rum und gleiche das so praktisch farblich an. Ja, dachte ich mir, nehme ich dich mal mit. Da ist noch Kleber, ja. Ich habe hier Textilkleber ist hier drin. Ist einfach nur erstmal so zur Fixierung. Das muss ich jetzt haben, zur Fixierung. Ich werde dann nachher nochmal versuchen mit meiner Nähmaschine drüber zu nähen, wenn sie den heute mal möchte. Und das muss jetzt hier gar nicht, wer weiß wie genau sein, das kann ruhig sein, so wie Kraut und Rüben. Und von daher ist das so völlig okay. Und ich habe mir gedacht, das wird hier so ein Kreuz und Quer, so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Kreuz und Quer Journal. So ein kleineres. Ich muss mal gerade nicht viel quasseln, sondern überlegen, was jetzt dahin kommt. Nehmen wir den. Und zwar hat die Petra Lemmy ja diese Idee mit dem Raggedy Journal. Und ich glaube, das wird sowas in der Richtung hier. So ein Raggedy Journal. So ein zerlumptes. Zerlumptes Lumpenjournal, Fetzenjournal, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung. Irgendwie so in der Richtung. Ja. Mal schauen, was dabei rauskommt. Nö. Ne? Da mache ich dann wirklich nur hier so ein bisschen am Rand. Hatte mir hier schon so passend kleine Schnipsel. Bei der anderen Seite ist das etwas breiter, weil ich das ja als Papierübergang genutzt hatte. Ich glaube, Jutta von Funkekram hatte das mal in einem Video, wo sie so ein Schreibbrett praktisch gemacht hat, wo an den Rändern so ne, das rausgeguckt hatte, was die zwischen den Journal gesteckt hatte. Zwischen relativ plainen Journal, also undekorierten, ne, wo halt nur ein so ein Teil gewesen ist, was halt fake gewesen ist, als wenn es aussehen würde, als wäre das Journal komplett gefüllt mit sämtlichen Schnipseln und Papieren und überhaupt. Da stimmt meine Reihenfolge nicht, das stört den Monk gerade. Weg. Da kommt so eins dahin. Und wenn jemand fragt, das sind Stoffe von Quilt for You. Ist das richtig? Ich meine, so heißt der Shop. Aber wenn du das bei Google eingibst, Quilt for You, dann kommst du auf alle Fälle auf den Link von diesem Shop. Da habe ich diesen her. Erstmal weg. Dann mache ich mir hier meine zwei Hauptfarben, die ich ja hier benutzt habe.
Hier so ein kleines Stupfschwämmchen, das gerade sehr nass ist. Und dann mache ich da einfach den Farbangleich. Nicht komplett, sondern nur so ein bisschen. So, ich habe das Ganze jetzt mal umgedreht. Und ja, finde das eigentlich jetzt soweit okay. Es guckt mir jetzt nicht zu viel raus. Okay, da könnte man vielleicht mal ein bisschen hier... Aber ansonsten soll das ja so lumpig sein. So. Ja, das ist innen. Jetzt mache ich hier von außen auch noch mal so ein bisschen. So ist das doch schon okay. So, ich habe jetzt einmal drüber genäht und ja, mache jetzt gerade mit der Nadel noch mal hier so ein bisschen ein wenig franselig. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. Ja. So finde ich das doch schon gut. Das stört mich jetzt hier so. Na. Ja. Also das finde ich gut. So. Gefällt mir das. Jetzt habe ich hier schon rausgesucht, was ich da noch so hatte. Hier habe ich jetzt noch die Reste von... Ne, dann habe ich da noch mal Streifen abgeschnitten. Hier hatte ich mal irgendwann Stoff, nachdem ich den gekauft hatte hier, habe ich mir dann auch mal Stoff damals einfach so selber bestempelt. Wahllos. Und da ist dann das dabei rausgekommen. Da ist auch noch ein Reststück. Dann habe ich hier so ein bisschen Cheesecloth mit Kaffee gefärbt. Das war, glaube ich, mal so ein Gemüsebeutel. Irgendwie sowas. Das war damals die Schleife, wo ich den Stoff gekauft hatte. Ne, wo das Paket mit eingeschlagen war, eingebunden war. Das auch noch vom selbstbestempelten. Ja. Gucken, ob ich das noch irgendwie da so unterbringen kann. Ich habe jetzt hier von innen auch noch mal mit Artwatch einmal eine Schicht, ne, so dass das jetzt alles so ein bisschen griffiger ist und ja, geschützt, eine Schutzschicht praktisch auch. Ne. Ich könnte noch zur Not sogar so rum machen, also, aber das ist außen, das ist außen und das ist innen. Ja, das zu dem Cover. Das finde ich richtig gut hier mit diesen Lumpen, Zerlumpen. So, jetzt habe ich immer noch keine Signaturen. So, da muss ich gleich noch einfärben. Ich habe jetzt dann mal hier was vorbereitet. Ja, so, kreuz und quer und überhaupt. Da muss mein inneren Monk... überzeugen. So. Das sind hier so, ja, Jelly-Drucks von mir, die ich ausgedruckt habe, oder selbstgefärbtes Papier hier mit Unterdeckchen, hier so Tischsets. Ja, alles solche Papiere sind jetzt hier drin. Und hier ist kaffeegefärbtes Papier. So Reststücke von irgendwas. Aber das werde ich jetzt nach und nach so noch ein bisschen einfärben. Das Weiße, das werde ich jetzt als erstes mal machen.
habe ich hier noch so für Deko. Das sind ja so die, wenn ich die großen 30x30 Blätter, ne, einfärbe, scanne ich mir die ja ein und drucke mir die dann wieder aus, damit ich das dann noch benutzen kann. Das sind hier so Masterboards von mir. Das ist das übrigens, wo ich das Cover für Defemeramba letztes Jahr gemacht habe. Und dann hier für Karten, für Text hätte ich hier noch was liegen. Da ist auch nochmal so ein Masterboard. Weil ich bin ja kein Mensch, also das ist das Einzige hier. Aber da habe ich auch keinen mehr. Kataloge habe ich auch abbestellt. Also ich bekomme weder Zeitschriften, kaufe auch keine Zeitschriften, habe auch keine Abos für irgendwelche Zeitschriften oder so ein Quatsch. Weil alles, was ich lesen möchte, lese ich digital. Selbst Bücher habe ich, E-Books. Oder ne, meine Tochter arbeitet in der Bibliothek. Die haben mittlerweile auch alles online, das man ausleihen kann. Also das Einzige, was ich wirklich, das sind Bücher, die ich dann auf dem Trödelmarkt oder in hier Booklooker oder sowas, ne, dass ich die gebrauchten oder bei eBay gebrauchte Bücher kaufe. Aber ansonsten, ich bekomme auch keine Werbung im Briefkasten oder so ein Quatsch. Da habe ich extra einen Aufkleber drauf. Bitte keine Werbung, keine Flyer oder sonst wieder gleich. Wenn ich Prospekte sehen will, das habe ich alles digital. Das ist mir einfach viel zu weiß. Viel zu weiß. Das werde ich jetzt bunt machen. Someone's lying in your bed and you're listening for the words that aren't being said. Choosing not to speak, what a powerful choice. Leaving those that love you most without a voice, two hearts broken. Jetzt kommt der Föhn. So, die Seite ist erstmal trocken. Und hier kommt jetzt weißes Gesso. Ja, so. Also hier habe ich. Ich habe die jetzt einmal in der Mitte, so ein bisschen mit dem Tacker, einmal da und einmal da, weil mich das wahnsinnig macht, dass die anderen verrutscht sind. So, ich habe jetzt hier reingesprüht Farbe, ne? Also wirklich nur so gefächert immer und dann so reingesprüht und das Ganze getrocknet. Hier habe ich mir jetzt so eine Dings auf dem, das ist jetzt hier Crushed Olive und Forest Moss. Das ist ein bisschen viel geworden jetzt. Und da wollte ich jetzt nur so dippen. Ne? Also so die Kanten dippen. So. Und dann föhne ich das einfach nur so fächermäßig trocken. Tja, es wird langsam. Ja, es wird langsam. Jetzt kann man mal langsam sich Gedanken über Dekoration machen. Also ich finde das für ein zerlumptes ganz gut. Ja, doch. Es gibt, mein Monk ist gerade im Urlaub gegangen. Der hat also, ne, oder ist sauer und hat
wütend mein Köpfchen verlassen. Und von daher finde ich das... Ach so, der ist noch nicht fest. Ja, weil ich nur einen Tacker in die Mitte gemacht habe. Die zwei Signatures reichen auch, weil muss ja auch noch dekoriert werden, ne? Denke ich doch, dass das reicht. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, wie mache ich die denn fest? Nur mit Gummibändern oder nähe ich die rein? Ich glaube, die nähe ich rein, ne? Die nehmen wir fest. Ja. Ja, an irgendwas muss ich mich ja mal orientieren, hier, wie ich die reinnähe. So ein bisschen versetzt. Damit oben und unten. So ruhig was rausschaut. Das ist ja Sinn und Zweck, ne? Dass das rausguckt. Dann müssen wir jetzt mal eine Markierung hier machen. Ja, also, ne, eingenäht sind sie. Die sehen auch sehr lumpig aus, sehr zerlumpt. Und also es war wirklich schon für mich absolut meine Komfortzone verlassen, weil, ich habe die Kamera gerade ein bisschen komisch, weil dieses Kreuz und Quer, das ist ja so gar nicht meins. Also, ist schon, ja... Wie ich schon gesagt habe, mein innerer Monk ist schon, hat wütend seine Tasche gepackt und ist erstmal verschwunden, damit ich hier weitermachen kann. So, jetzt muss das Ganze ja von innen auch ein bisschen dekoriert werden. Ich habe hier diverse Sachen mir rausgesucht. Das ist hier Canvas-Stoff, worauf ich mit Schablonen, mit so einer, ich weiß gar nicht, kann man das sehen, mit so einer... Glitzerpaste, so eine Deluxe-Paste von La Blanche drauf gearbeitet habe mit Schablone. Ja, also wie gesagt, das sind Stoffstreifen, die kann man richtig schön franselig machen. Dann habe ich natürlich Cheesecloths, dann jede Menge selbst eingefärbte Papiere oder hier habe ich drauf rumgedudelt auf alten Buchseiten und habe mir die dann eingescannt und wieder ausgedruckt, damit ich die immer wieder verwenden kann. Ja, so wie ich das ja letztens schon mal hier auch in dem Video, das verlinke ich dir, wo ich sowas schon mal gemacht habe. Das ist mein Schmierzettel, das ist mein Schmierblatt. Dann jede Menge selbst gefärbte Papiere. Aber ne, hier also alles, was selber eingematscht wurde. Aber wie gesagt auch Stoff, weil Lumpen sind ja eigentlich so ein bisschen Stoff, ne? Stoff, jede Menge, hatte ich ja schon gezeigt. Aber ich habe jetzt auch das hier noch gefunden in meiner Kiste. Ich glaube, das habe ich ein einziges Mal bisher benutzt. Das ist Stoff. Selbstklebender Stoff. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum ich den habe. Weil das sind jetzt nicht unbedingt so meine Farben und meine Muster schon gar nicht. Aber dafür ist das natürlich gut. Da habe ich ein kleines Stück mal benutzt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Keine Ahnung. Aber das kommt auch bestimmt irgendwie hier rein. Ja, und für Dekorationen habe ich mal in meinen Kisten rumgewühlt, was ich da so habe. Ne? Das sind irgendwelche Dinge, die ich mal ausgetestet habe. Bellybänder.
Paperclips. Das sind alles solche Sachen, die da reinkommen zur Dekoration. Dann hier, ich habe mit dem Prägefolder und mit den Aqua Metallic-Farben, Wasserfarben hantiert habe. Und hier irgendwelche bestempelten Dinge oder hier, wo ich hier irgendwelche Collagen drauf gemacht habe. Also das sind alles so Dekorationen, die da wohl mit reinkommen. Das sind einfach so Verpackungen, wo dann Serviette drauf ist. Ne? Auch hier Buchseiten, wo ich mit Serviette schon mal so die Grundform von Text gemacht habe. Ja, das ist dann wieder Canvas-Stoff, den ich hier mit dieser Glitzerpaste mit Schablonen bearbeitet habe. Also solche Sachen habe ich mir alle schon rausgesucht, die da reinkommen. Diverse Sachen, weil wie gesagt, es kommt ja nur selbstgemachte Sachen. Ja, da sind meine Farbexperimente. Da auch. Also was habe ich hier schon liegen. Was genau davon reinkommt, weiß ich noch gar nicht. Was habe ich da noch hingeschmissen? Ja, auch noch irgendwelche. Achso, das waren die Indexkarten. Ja, hier Briefumschläge, die ich mal als Paperclip gemacht habe. Ne? Also da ist praktisch hier der Paperclip hinter. Das kann man dann halt so irgendwo ranheften. Ja, das ist selbstbestempeltes, kaffeegefärbtes Papier. Ja, das zum Thema Decoration. Ach, da sind dann noch die Briefumschläge mit meinen selbstgemachten Blümchen. Ja. Ja, wobei ich weiß nicht, ob die Seiten sind relativ schmal, ob ich da sowas als Dekoration daran machen kann. Weiß ich noch nicht. Weil, wie gesagt, die sind ja relativ schmal. Und Stoff wollte ich da ja auch noch mit ranhängen. Aber jetzt machen wir erstmal hier, schneiden wir das mal aus. Ja, also kann ich nur empfehlen, mal diese, wenn man so einen inneren Monk hat, sich damit mal auseinanderzusetzen, hier mit so einem Kreuz und Quer. Ich habe gesehen bei, wie heißt sie jetzt hier, Pam, wie heißt denn ihr Kanal? Outpost. Auf alle Fälle hatte sie ja auch vor ein paar Jahren schon mal ein Raggedy Journal oder mehr Raggedy Journals gemacht. Und ja, so wie ich hier alles so geschnitten habe mit meiner Zickzack-Schnäre, hat Pam dann alles gerissen. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich bin momentan mit der Schere da ständig am Hantieren. Und dachte ich mir, mach das hier mal auf. Ich glaube, ich gehe gar nicht so weit da rein. Ich schneide das mal eben alles aus. So. Ich habe mir gedacht, da müssen ja auch Knöpfe irgendwie dran, ne? Da ich aber nicht so bunte Knöpfe habe, habe ich jetzt gerade mal hier mit solchen Stiften versucht, meine dunklen Stifte ein bisschen bunter, fröhlicher zu bekommen. Und es klappt sogar. Ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe hier, ne? Aber, könnte auch Nagellack nehmen, habe ich aber nicht. Und ich bin ja nicht so der Nagellack-Mensch. Seit meine Tochter ausgezogen ist, gibt es keinen Nagellack hier bei uns mehr. Ja, versuche das jetzt hiermit. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, werde ich Acrylfarbe nehmen. Davon habe ich jede Menge. Jo. Da habe ich auch schon wieder was für im Kopf für Acrylfarben. Habe ich die Tage was Tolles. So. Ich bin inspiriert worden, sagen wir mal so, von einem Künstler. Da habe ich mir gedacht, klar, die haben das jetzt auch so, da weiß ich nicht, 5x5 riesen Leinwand gemacht. So eine ganze Raumwand praktisch. Aber ich dachte mir, das kann man ja auch in kleiner machen, ne? Ich weiß gar nicht, meine größte Leinwand ist, glaube ich, die da steht. Das
glaube ich, 40x50 oder so. Das ist momentan das Größte, was ich hier so stehen habe. Das ist dann immer nur problematisch hier mit Kamera und hier drunter das zu bekommen. Das funktioniert, glaube ich, nicht so wirklich. Oder zumindest nicht im Ganzen, sondern nur stückweise. Muss mal gucken, was ich da für anderen Farben habe. Ups. Und dann alles Glasmalstifte. Jo. Ja, da werde ich jetzt auf alle Fälle erstmal so ein bisschen die Knöpfe noch bunt machen. Und ich würde sagen, damit das Video hier nicht so ein monsterlanges Video wird, ist es für heute dann Ende. Und ja, wie heißt immer so schön? Fortsetzung folgt. Wenn ihr weiter gucken wollt, müsst ihr halt, ja, abonniert den Kanal mit Glöckchen, dann kriegt ihr immer eine Information, wann ein neues Video hochgeladen ist. Oder halt, ihr legt euch so auf der Lauer, wenn ihr Lust habt, und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wie es weitergeht. Bis dahin, ciao!